Hallo, mein Name ist Alexandra Höfer vom Lieferservice Die Blumenwerkstatt. Heute möchte ich gern euch etwas zeigen, wie man ganz schnell aus Gefäßen, wo vielleicht nicht mehr so schön sind, oder aus Glasgefäße eine neue Vase macht. Ich habe hier mal ein Beispiel, ein einfaches Marmeladenglas. Ich habe noch nicht mal das ganze Papier weggemacht. Wird dann im Nachhinein so eine etwas stylerische Vase, sage ich jetzt mal. Einfach eine schnelle Variante, um mal was zum Kaschieren, wenn man irgendwo vielleicht ein Geschenk braucht oder sich selber schnell was hinstellen möchte. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Mal ehrlich, jeder hat irgendeinen Topf, wo jetzt vielleicht von der Farbe her nicht mehr ganz passt. Das ist jetzt ein blauer, wo jetzt einfach oder zur Wohnungseinrichtung nicht passt. Ein weißer, wo einfach nicht mehr so schön ist, wo schon ein paar Ecken weg sind oder Kratzer drin sind. Ganz krass ist es einer, wo dann wirklich dann schon ein Eck weg hat. Der hat aber nur das Eck weg, es ist nicht weiter runtergegangen. Also dann kann man es gut wieder verwenden. Wenn es jetzt wirklich ein Gefäß ist, wo dann schon ein Riss nach unten ist, dann werde ich es wirklich entsorgen. Aber so kann man es gut nochmal ein bisschen aufbereiten und man sieht es nachher nicht mehr. Genauso eine Variante ist einfach ein einfaches Trinkglas nehmen. Funktioniert genauso. Und jetzt wollt ihr wissen, mit was es überhaupt funktioniert. Ganz einfach mit so Klebefolien. Die gibt es im Baumarkt, im Schreibanhang, weiß ich jetzt nicht, vielleicht in einem größeren, also Baumarkt auf jeden Fall. Das sind einfach so Folien, wo man abziehen kann, wo selbstklebend sind, wo man eigentlich sich entweder Möbel beklebt, teilweise glatte Flächen an der Wand oder so. Und für das, die sind nicht sehr teuer und die kann man wunderbar hernehmen, um jetzt gerade sich einen Übertopf zum Bekleben. Was wichtig ist, der Übertopf soll einfach eine glatte Oberfläche haben. Wenn es ein bisschen griffelt ist, tut es euch relativ schwer. Und die haben jetzt einfach vorher, sage ich jetzt mal, bloß mit Wasser abgewaschen und trocken gerieben. Also das sollte auch sein. Speziell mit Spiritus oder so braucht es jetzt nicht drüber gehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich relativ gut so gehalten hat. Dann schneidet ihr einfach jetzt euch mal ein Stück weg von der Folie. Dann schaut ihr mal ganz großzügig mal, wie es passt, weil dann müsst ihr nachher nicht so viel wegschneiden. Lasst es ein bisschen überlappen, dann tut es euch auch leichter. Und dann ist es einem relativ leicht gemacht. Bei vielen Folien ist hinten schon so Striche dran, eigentlich dann, an denen man abschneiden kann. Oder wo man dann einfach sich nichts abmessen muss. Also das ist dann relativ wirklich einfach. Wo ich die Erfahrung jetzt gemacht habe, nehmt nur immer ein Stückchen oder macht nur am Anfang ein Stückchen weg, nicht alles weg, dann klebt es auch besser, weil dann könnt ihr es einfach auch nochmal ein bisschen korrigieren. Fangt unten an und lasst es unten auch ein kleines bisschen überlappen. Dann könnt ihr es ein bisschen umklappen nachher und hebt es auch besser. Wenn es nicht ganz hebt, würde ich einfach nochmal einen Tesafilm nehmen, mit dem drüber gehen, einen Tropfen Heißkleber drunter. Bei manchen Folien kann es wirklich sein, dass die nicht ganz so gut kleben. Gerade weil eben der Übertopf nicht ganz gerade ist wie jetzt eine Wand oder eine Fläche von einem Schrank. Deswegen da ein bisschen gucken. Oben habe ich es jetzt auch ein bisschen überlappen lassen. Ich habe es jetzt sehr viel überlappen lassen, dass man es einfach sieht. Ihr lasst einfach so 2-3 cm überlappen und das könnt ihr einklappen. Und dann geht es einfach nur vor, Folie ein Stückchen abziehen und drumherum kleben. Und wenn es wirklich nicht passt, zieht es wieder weg. Ich finde es jetzt auch nicht ganz so schlimm, wenn das jetzt ein bisschen Struktur kriegt, muss ich ehrlich sagen. Also mich stört es nicht. Ihr hört jetzt nur mal Geklapper vom Papier, glaube ich, auf dem Mikro. Das ist schlecht. Ich lasse es ein bisschen weiter weg. Also ihr lasst es, dann kann man das glatt streichen. Das reicht auch die Finger, mit denen man es glatt streicht. Muss nicht unbedingt ein Schwamm sein, sonst wirklich irgendwas nehmen. Einen Schwamm, einen kleinen, so ein Topfkratzer eigentlich. Wenn es nicht heben soll, so wie jetzt hier, machen wir es ganz einfach so. Ich schneide was weg und klebe das wieder an. Also ich stückel einfach dann mein Papier an. Das geht nämlich genauso. Also das ist jetzt auch der Vorführeffekt. Passt bloß auf, wenn ihr ein Muster habt, dass ihr wieder richtig rum anlegt. Also das ist nur... Naja, das ist die falsche Variante. So.
einfach wieder anlegen. Und jetzt sieht man einfach dann gut, durch das Muster sieht man es jetzt eh nicht so, die Schnittkante. Aber so ist es wirklich dann einfacher, wenn man es auf zweimal macht oder auf dreimal, immer wieder sich kleinere Stückler schneidet. Man kann es auch nachher, wenn man sagt, ich möchte es doch mal im Groben lassen und dann wirklich nur umknicken. Also das ist eine relativ simple Sache. Und manchmal ist es wirklich so, man möchte irgendjemand ein Geschenk mitbringen, hat jetzt nicht die Vase dazu und hat dann wirklich nur, sag ich jetzt mal, ein älteres Glas oder so, wo man sagt, ich möchte jetzt nicht bloß ein Glas nehmen oder nur wirklich das Marmeladenglas, wo man hernimmt und sagt, ach komm, das kann man jetzt verkleiden, weil das eigentliche Geschenk ist ja eigentlich nicht die Vase, sondern dann eben was drinsteckt oder bloß eine Beigabe und dann kann man das genauso hernehmen. Und so schnell ist aus diesem blauen Übertopf, wo jetzt vielleicht nicht mehr zur Einrichtung passt, was Neutrales geworden, wo man jetzt wirklich dann eine Pflanze reinstellen kann, eine Vase mit Schnittblumen reinstellen kann, wie man es gern haben möchte. Die gibt es auch in verschiedenen Stärken, die Folien. Also doch, schaut so einfach mal, wenn ihr es ausprobieren wollt, guckt so, was euch gefällt. Mit den dünneren geht es ein bisschen einfacher, muss ich sagen, weil man die einfach ein bisschen besser biegen kann, als mit der grobe. Zeigt euch jetzt einfach nur ein Marmeladenglas. Wieder eben auch Folie abziehen. Das ist jetzt ein bisschen dickere. Und dann einfach nur. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn das jetzt ganz glatt ist, sondern wenn es einfach ein bisschen Struktur hat, so wie vorher schon gesagt, hat einfach auch was. Das ist ja was Selbstgemachtes, was Individuelles. Also teilweise müsst ihr einfach ein bisschen die Folie ein bisschen fester heben, dass sie klebt. Und dann hier. Oder ein bisschen fester hindrücken, je nachdem. Oder dann eben wirklich mit einem Tesafilm oder mit einem Band teilweise nochmal drumrum, dann hebt es auch. Den Rest schneiden wir wieder ab. Wo ihr schauen solltet, dass es unten relativ glatt ist, also dass ihr da nicht ganz so viel hinmacht, dass die einfach gut steht. Oder ihr habt sie wirklich irgendwo, wo ihr sagt, die muss das wo nein oder wohin stehen, dann. Ah! So ist aus dem Marmeladenglas eigentlich was Tolles geworden. Man könnte die Folie jetzt oben auch stehen lassen, die geht nicht weg. Fällt mir jetzt gerade ein. Wäre jetzt eigentlich auch was Nettes, wenn sie einfach ein bisschen raussteht, sieht man auch nicht mehr die Form dann. Probiert es aus, was euch gefällt. Einmal noch die Variante mit dem Kaputten. Dass ihr seht, wie es aussieht. Man könnte auch teilweise verschiedene Folien nehmen. Man könnte jetzt auch nur oben an den Rand hinkleben. Machen wir das mal. Dann ist der eigentliche Übertopf ist ja eine Büste. Aber nicht mehr ganz so toll mit dieser mit diesem Riss. Und so kann man sich einfach an einen Übertopf, wo dann vielleicht wirklich zwei Jahre rumsteht, weil er halt einfach diesen kaputten oder kaputt ist, wo man sagt, ach, das gefällt mir jetzt nicht mehr. So kann man den ein bisschen aufpolieren. Und das hat eben auch nicht jeder. Jetzt hat man es nicht ganz gereicht. Machen wir es jetzt einfach nochmal drüber, und zwar schmälere. Ja, da kann man jetzt wirklich spielen, man kann mit verschiedenen Farben arbeiten, man kann wirklich, was einem gefällt. Und ich finde es einfach nur toll, dass es so schnell geht. Manche Reisen, manche Folien, da müsst ihr aufpassen, also gerade die dünneren,
Da sind die dickeren jetzt besser. Also da müssen wir ausprobieren, was einem besser zusagt. Finde jetzt die dünneren fast besser. Aber eben mit der Gefahr hin, dass sie reißen und dass man einfach aufpassen muss, dass sie eben nicht zu arg kaputt gehen. Man könnte sich auch anzeichnen, dass man sagt, ich möchte auf jeden Fall richtige Linie haben, dass man das dann wieder macht. Also da schaut so, wenn ihr es machen wollt. Ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare Bilder schicken, wenn ihr es gemacht habt. Das würde mich interessieren, wie es ankommen ist, ob es euch überhaupt gefallen hat. So. Sieht gleich anders aus als mit dem Riss und niemand sieht diesen Riss mehr von dem her. Heute mal ein anderes Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust auf weitere Videos habt. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.